Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 42, Antrag der Fraktionen der CDU, der SPD, Bündnis 90 die Grünen und der FDP betreffend Einsetzung einer Enquetekommission Verfassungskonvent zur Änderung der Verfassung des Landes Hessen, Drucksache 19/2566. Zusammen mit dem Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE, Drucksache 19/2982. Die vereinbarte Redezeit ist 10 Minuten. Und als Erstes erteile ich für die CDU-Fraktion ihrem Vorsitzenden Herrn Boddenberg das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Fraktionen von CDU, SPD, Bündnis 90 Grüne und der FDP bringen heute einen Antrag in den Hessischen Landtag rein, ein zur Errichtung einer Enquetekommission, die sich mit einer grundsätzlichen Überarbeitung der Hessischen Verfassung beschäftigen soll. Wir haben eine übliche Enquetekommission. Ich glaube, dass es klug und sinnvoll ist, dass man das zunächst einmal parlamentarisch organisiert. Aber ich will gleich dazu sagen, wir haben auch gesagt, dass wir über diese Enquetekommission hinaus und deswegen der Titel Verfassungskonvent eine ganze Reihe von Dingen vorhaben, die öffentliche Beteiligung heißen, die Einbeziehung von wissenschaftlichem Sachverstand heißen. Und so wollen wir beispielsweise, dass die Fraktionen, und das ist unser Vorschlag, in dieser Enquetekommission jeweils auch einen weiteren Berater zunächst einmal dort in der Arbeit der Enquetekommission einbringen, zum Zweiten aber auch eine Reihe von Vorschlägen in diesem Konvent durch die Kommission entwickeln und konkretisieren lassen, die sich mit der Frage der öffentlichen Beteiligung auseinandersetzen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube, uns ist es allen bewusst, aber ich bin nicht sicher, ob es den Menschen außerhalb der Politik und des Hessischen Landtags immer bewusst ist. Die Hessische Verfassung datiert vom 1. Dezember 1946. Und sie ist damit die älteste Verfassung der Länder der Bundesrepublik Deutschland. Und erst 3 Jahre später kam es dann zu einer Konstituierung der Bundesrepublik Deutschland und der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland. Und wer sich die Mühe macht, mal in die Hessische Verfassung zu schauen, und dazu gibt es jetzt sicherlich dann viel Gelegenheit in nächster Zeit, der wird feststellen, dass einige grundlegende Elemente der Hessischen Verfassung auch Gegenstand der bundesdeutschen Verfassung geworden sind, insbesondere übrigens auch mit Blick auf die Ewigkeitsgarantie, also beispielsweise des Artikels 1 oder auch des Artikels 20, der die Republik der Bundesrepublik Deutschland als Staatsform für dauerhaft erklärt und nicht veränderbar erklärt. Die Hessische Verfassung 1949 war auch Ausdruck, die Hessische Verfassung 1946 war natürlich auch Ausdruck der damaligen Zeit, Ausdruck dafür, dass die Alliierten relativ nah oder kurz nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges die Hoheitsrechte der Länder schrittweise wiederhergestellt haben. Die Nationalsozialisten hatten im Januar 1934 den Ländern ihre Hoheitsrechte mit dem sogenannten Gleichschaltungsgesetz entzogen. Und so war es eine, wie ich finde, bis heute sehr beeindruckende und ich glaube, man darf wirklich sagen, einmalige historische Leistung der Alliierten, zu sagen, dass man eine Dezentralität der Bundesrepublik Deutschland wollte, natürlich auch aus den Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges, aber dass man so schnell auch die Länder in die hoheitliche Verantwortung versetzt hat, sich selbst und neu zu konstituieren. Mit der Verfassung und dem Volksentscheid, den es dazu gegeben hat, vor dem 1. Dezember 1946, und den Blick auf diese Epoche kommt man natürlich, wenn man heute die Verfassung liest, zu einer ambivalenten Einschätzung dieser Verfassung. Der eine Teil ist der, dass sie sehr viele historische Inhalte und zeitgeschichtliche Reaktionen der damaligen Verfassungsväter und Mütter beinhaltet. Wir haben, das wissen Sie, im Koalitionsvertrag geschrieben, dass wir beispielsweise uns selbstverständlich auch mit der Frage der Abschaffung der Todesstrafe in der Hessischen Verfassung beschäftigen wollen. Auch das ist, glaube ich, gar nicht allen bekannt, dass sie dort noch steht als Relikt der Vergangenheit. Aber wir werden auch an anderer Stelle Dinge finden, die dort geregelt wurden, 1946 geregelt wurden, die nicht mehr so ganz zeitgemäß sind, um das einfach einmal salopp zu formulieren, beispielsweise die Idee der Verstaatlichung ganzer Wirtschaftszweige. Ich habe bei der Debatte um K&S, ich habe bei der Diskussion um die K&S und das, was wir dort gerade diskutieren,
meinen Blick in die Verfassung gelesen, dass genau das, nämlich auch die kahle Industrie, vergemeinschaftet werden soll. Kurzum, es gibt Grund, dass wir über diese Dinge reden, und zwar mit zwei oder dreierlei unterschiedlicher Maßgabe und Zielrichtung. Das eine kann sein und sollte sein, das ist die Absicht, auch die wir im Antrag formulieren, dass wir eine grundlegende Überarbeitung der Verfassung vornehmen, das heißt eine neue Verfassung schreiben. Das ist ein großer Anspruch, erst recht auch nach den Erfahrungen, die eine Enquete in den Jahren 2003 bis 2005 gemacht hatte. Und hier sitzt Herr Staatsminister Wintermeyer, der damals noch einer der Verantwortlichen war, damals für die CDU-Fraktion, der dort viel, viel Zeit und Energie investiert hat, ich sage völlig zu Recht, aber der bis heute sagt, es ist am Ende dann nicht gelungen. Und da will ich im Nachhinein gar keine Schuld zuweisen. Ich will nur feststellen, es ist schon ein gewaltiger Akt und eine gewaltige Herausforderung, vor der wir uns hier alle miteinander neu stellen wollen. Und deswegen haben wir, damit die Arbeit der damaligen Enquete nicht ganz umsonst ist, auch dazu entschlossen zu sagen, die Ergebnisse dort, sofern sie unstreitig waren, sollten denn auch zunächst einmal Grundlage der Überlegungen der jetzigen Verfassungsreform sein. Darüber hinaus haben wir aber auch, und das wissen Sie aus dem Koalitionsvertrag, einige andere Bereiche vorgeschlagen. Und ich will ausdrücklich sagen, wir haben uns ja in dieser Woche schon an verschiedenen Stellen wechselseitig Dank ausgesprochen, dass ich sehr dankbar bin, dass die Fraktionen der SPD und auch der FDP gesagt haben, das sind Teile, auch die, die in dem Koalitionsvertrag dieser Regierungskoalition stehen, über die man reden kann. Aber Sie haben beide Seiten auch sehr deutlich gesagt, dass es selbstverständlich auch von Ihrer Seite möglicherweise sehr viel weitergehende und darüber hinausgehende Vorschläge in dieser Debatte geben wird. Kurzum, ich bin zunächst einmal sehr dankbar, dass wir es hinbekommen haben, dass wir in den Vorgesprächen, die wir mit den Fraktionsvorsitzenden geführt haben, übrigens auch unter Beteiligung der LINKEN, aber Herr von Ooyen hat dann irgendwann einmal so sinngemäß erklärt, dass er sich an einigen Stellen eine Änderung definitiv nicht vorstellen kann. Ich glaube, mit einer solchen Voraussetzung kann man in eine solche offene Debatte nicht gehen. Kurzum, wir wollen, dass die Menschen zunächst durch die Beobachtung dessen, was die Enquete macht, dann aber auch durch aktive Teilhabe diesen Prozess ergebnisoffen von vorne bis hinten mitgestalten können. Ich will zu dieser Frage durchaus noch eines anmerken, nämlich ich glaube, dass wir eine große Chance haben, Herr Kollege Schäfer-Gümbel und Herr Rentsch und Kollege Wagner und Fraktionen. Ich glaube, dass wir eine große Chance haben, durch alleine auch die Durchführung des Prozesses und die Gestaltung dieses Prozesses dem entgegenzuwirken, was uns alle umtreiben muss und niemanden kalt lassen kann, nämlich eine nach wie vor an vielen Stellen leider zu verzeichnende Politikerverdrossenheit oder Politikverdrossenheit. Wir können und sollten nutzen, eine Chance wie die über die Verfassung unseres Landes Hessen zu diskutieren, dazu nutzen, um mit den Menschen möglicherweise generell über die Frage der Mitwirkung und Mitgestaltung der Bürgerinnen und Bürger dieses Landes in Politik zu reden, und das vielleicht ausgerechnet im Zuge der Verfassungsänderung und Diskussion auch an einem konkreten Beispiel darlegen, wie so etwas funktionieren kann. Und so wollen wir einerseits wissenschaftlichen Rat einholen. Wir wollen, das ist unser Vorschlag, da wird sicherlich die Enquete das noch konkretisieren und auch erweitern, beispielsweise die juristischen Fakultäten der hessischen Hochschulen einbeziehen und sie bitten, sich der Verfassung anzunehmen und sie auch in der grundsätzlichen Frage, braucht man eine völlig neue Verfassung? Und ich hatte ja gesagt, es gibt zwei, drei weitere Überlegungen. Oder kann es sein, dass diese Verfassung in einen mehr oder weniger historischen Teil und einen aktuellen, zeitgemäßen Teil gegliedert wird? Dass über diese Frage auch und gerade von Studierenden der juristischen Fakultäten mitentwickelt wird. Wir wollen und sehen das Instrument der Schülerwettbewerbe. Wir sehen natürlich auch das Internet als mittlerweile nun wirklich für weit über 80% zugängliches Medium, um aktiv in Dialogprozesse einzutreten. All das wollen wir tun und nutzen, um einen sehr breiten bürgerlichen Entstehungsprozess einer hoffentlich neuen Verfassung des Landes Hessen am Ende des Tages im Ergebnis zu haben. Und deswegen eine große Chance. Auf ersten Blick könnte man sagen, es ist ein übliches Gesetzgebungsverfahren. Auf zweiten Blick geht es um mehr als das. Es geht um sehr grundlegende Fragen in unserer Gesellschaft. Ich will noch einmal ein Beispiel nennen.
In der Verfassung des Landes Hessen steht heute so etwas wie die Verpflichtung zum Ehrenamt. Unsere Überlegung ist eigentlich eher, dass wir in der hessischen Verfassung verankern, dass es eine Stärkung des Ehrenamtes geben muss. Weil eine Verpflichtung des Ehrenamtes ist ja genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich initiieren wollen und noch mehr wollen in unserer Gesellschaft, bei allem freiwilligen Engagement, das wir Gott sei Dank heute schon haben. Kurzum, es gibt einen ganzen Strauß von sehr, sehr spannenden Themen. Und ich lade Sie alle ein, uns alle ein, an diesem Prozess, jeder einzelne Abgeordnete, jede Abgeordnete des Hessischen Landtages nicht nur aktiv teilzunehmen, sondern auch mitzuwirken daran, wie gelingt es uns, möglichst flächendeckend in diesem Land einen langen, intensiven Beratungs- und Dialogprozess zu initiieren, von dem am Ende alle miteinander, die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, aber natürlich auch die Politik profitieren können. Herzlichen Dank fürs Zuhören und ich glaube, ein guter Start ins neue Jahr 2016. Danke, Herr Boddenberg. Für die Fraktion DIE LINKE erteile ich Ihrem Vorsitzenden, Herrn van Ooyen, das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Seit in ihrer Entstehung im 18. Jahrhundert sind Verfassungen sowie Verfassungsänderungen Ausdruck von sozialen und politischen Kämpfen und Kräfteverhältnissen. Schon die Verfassung von Hessen-Kassel aus dem Jahre 1831, die Karl Marx in einem Artikel in der New York Daily Tribune vom 1859 als das liberalste Grundgesetz, das je in Europa verkündet wurde, bezeichnete, wurde zum Gegenstand heftiger Auseinandersetzungen. Es wurde sogar ein Bundeskorps in Bewegung gesetzt, um diese hessische Verfassung zu beseitigen. Zugegeben, nach der Verabschiedung der hessischen Verfassung im Jahre 1946 wurden keine bewaffneten Heere mehr ausgesandt, um die Verfassung abzuschaffen. An Bestrebungen, sie mit weniger rabiaten Mitteln zu verändern, mangelte es jedoch nicht. Die Hessische Verfassung, Herr Boddenberg hat es gesagt, ist die älteste noch gültige Verfassung in Deutschland. Sie ist aber nicht nur die älteste, sondern auch weitgehend eine in ihrer Urfassung gut erhaltenen Verfassungen. Das liegt nicht zuletzt daran, dass nach dem Verfassungsverständnis der damaligen Väter und der wenigen Mütter dieser Verfassung die Hessische Verfassung nicht nur das Inkrafttreten der Verfassung insgesamt, sondern auch jede Verfassungsänderung mit einer Volksabstimmung verändern darf. Eine Änderung der Hessischen Verfassung ist also ohne Volksabstimmung nicht möglich. Dennoch gab es zahlreiche Versuche, die Hessische Verfassung und ihren Charakter zu verändern. Insgesamt wurde die Hessische Verfassung fünfmal geändert, 1950, 70, 91, 2002 und zuletzt 2011. Die Änderungen betrafen unter anderem die Zusammensetzung des Landtages, die Anpassung des Wahlalters, die Direktwahl der Oberbürgermeister bzw. Bürgermeister und Landräte sowie die Einführung des Umweltschutzes als Staatsziel. Besondere Auseinandersetzung und heftig umstritten war die Einführung der Schuldenbremse. Wir erinnern uns daran. Unsere Mitwirkung an dem Verfassungskonvent wird begleitet von der Erkenntnis Ferdinand Lassalles, dass Verfassungsfragen Machtfragen sind. Vom damaligen Fraktionsvorsitzenden der KPD, Leo Bauer, wissen wir, dass diese Verfassung mit ihren positiven und ihren negativen Seiten Papier darstellt, wenn nicht im künftigen Landtage Menschen sitzen, die den Willen haben und fest entschlossen sind, diese Verfassung in die Wirklichkeit umzusetzen. Um zu erklären, woher das Reformbedürfnis bezüglich der Verfassung eigentlich kommt, lohnt sich ein genauer Blick auf die Begründungen zur Einsetzung der Enquetekommission von 2003, auf deren Bericht ja die neue Verfassungsenquete hier in diesem Land und im Landtag aufbauen soll. Zwar wird immer wieder in Sonntagsreden der historische Wert der Verfassung betont, gemeint war bei den Veränderungsvorschlägen aber immer etwas anderes. Wir nehmen daher zur Kenntnis, dass der Auftrag der Enquetekommission, Verfassungskonvent zur Änderung der Verfassung des Landes Hessen, lautet, die Hessische Verfassung in ihrer Gesamtheit, Herr Boddenberg hat darauf hingewiesen, zu überarbeiten und Vorschläge für die künftige Gestaltung zu unterbreiten. Dazu haben wir einen Änderungsvorschlag eingebracht, der die Lehren aus der Vergangenheit berücksichtigt
und deren klare Zielvorgaben als die deutlicher macht als die ablenkenden Stichworte, die Sie formuliert haben. Immer wieder wird formuliert, die Verfassung müsse der gesellschaftlichen Realität angepasst werden. So heißt es schon im Antrag 2003 der GRÜNEN, ich zitiere, allerdings sollten überkommene, der entwickelten Wirklichkeit nicht mehr angepasste Regelungen verändert bzw. gestrichen und eine Fortentwicklung der Hessischen Landesverfassung ermöglicht werden. Soweit das Zitat. Obwohl der aktuelle Antrag zur Einsetzung der Enquete davon spricht, möglichst große Öffentlichkeit herzustellen, sind nach unserer Kenntnis der letzten Enquete wir der Meinung, dass der gesamte Verfassungskonvent öffentlich sein muss. Beim letzten Konvent fanden 12 Sitzungen der Kommission vom 19.11.2003 bis 18.03.2005 mit einer Ausnahme in Form einer öffentlichen Anhörung mit ausgewählten Teilnehmern, Herr Wintermeyer wird sich erinnern, hinter verschlossenen Türen unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die Entscheidungen, welche zum Kompromiss führten, wurden sogar nur unter den 4 Obleuten im stillen Kämmerlein getroffen. Dem wollen wir mit unserem Antrag entgegenwirken. In den Änderungsvorschlägen der Kommission von 2005 ging es vorwiegend um die Eliminierung der sozialen Verfassungsbestimmungen. Das Verbot der Aussperrung wurde aufgeweicht und die Tarifautonomie gar mit betrieblichen Vereinbarungen gleichgesetzt. Die Pflicht, eine für das gesamte Volk verbindende Sozialversicherung zu schaffen, wurde gestrichen. Dem Artikel 38, die Wirtschaft des Landes hat die Aufgabe, dem Wohl des ganzen Volkes zu dienen, wurde der Satz vorangestellt, die wirtschaftliche Betätigung ist frei. Die Möglichkeit, Vermögen einzuziehen, welches die Gefahr des Missbrauchs wirtschaftlicher Macht in sich birgt, wurde gestrichen. Die Sozialisierungsartikel, Artikel 41, wurden ebenfalls gestrichen. Daneben sollten die lästigen Hürden der Verfassungsänderungen beseitigt werden. Die verbindliche Volksabstimmung für eine Verfassungsänderung wurde gestrichen und durch eine Zweidrittelmehrheit für Änderungen der Verfassung im Landtag ersetzt. Die Vorschläge der Enquetekommission scheiterten letztlich am Widerstand der SPD, unterstützt vom Hessischen DGB. In ihrem Sondervotum zum Bericht der Enquetekommission kritisierte die SPD, dass die Änderungsvorschläge, ich zitiere, zu einem Demokratieabbau in Hessen führen und an die Stelle einer sozialstaatlich geprägten Wirtschaftsverfassung vom Geist des Neoliberalismus getragene Verfassungsbestimmungen setzen würde. Soweit das Zitat. Eine Verteidigung des Artikels 41 wurde in der öffentlichen Debatte, aber auch von der SPD, nicht willentlich und ausdrücklich gefordert. Was kennzeichnet nun diese hessische Verfassung? Ich will mich da auf 2 Aspekte konzentrieren. Das eine ist das Bekenntnis zum Frieden und die konsequente Verurteilung des Krieges. Das Friedensbekenntnis ist zwar nicht allein spezifisch für die hessische Verfassung. Es findet sich auch in der Aussage des Grundgesetzes und in etlichen Landesverfassungen wieder. Und doch ist die hessische Norm anders. Sie lautet im Artikel 69, Hessen bekennt sich zu Frieden, Freiheit und Völkerverständigung. Der Krieg ist geächtet. Jede Handlung, die mit der Absicht vorgenommen wird, einen Krieg vorzubereiten, ist verfassungswidrig. Der zweite Aspekt, auf den ich leider aber nicht tiefer eingehen kann, sind die Fragen der Sozial- und Wirtschaftsordnung, bei denen die hessische Verfassung eine eindeutige Ausnahmestellung hat. Sie sind auch das eigentliche Ziel der bürgerlichen Parteien. Ich will Erwin Stein aus der CDU nach der Verabschiedung der Verfassung erster Kultusminister und zweitweise auch Justizminister in Hessen sowie später 20 Jahre lang Bundesverfassungsrichter zitieren. Er schrieb in einem Aufsatz 1976 zum 30. Jahrestag der hessischen Verfassung, von allen Nachkriegsverfassungen ist die hessische Verfassung das erste Staatsgrundgesetz, das den Wandel von der liberal-humanitären zur sozial-humanitären Ordnung vollzogen hat. Und er erläutert das näher mit den Worten, mit der Anerkennung der sozialen Achtung des Menschen vollzieht die Verfassung die geistige Wende zum Sozialstaat. Dazu gehören vor allem das Recht auf Arbeit und Erholung, das Recht auf soziale Gleichheit und Sicherheit, das Recht auf Schutz der Gesundheit, das Recht auf Bildung und Erziehung,
vor allem die Schulgeld- und Lehrmittelfreiheit sowie das Recht auf Teilnahme am sozialen und kulturellen Fortschritt. Soweit Erwin Stein. Was nun die Wirtschaftsordnung betrifft, so bezieht die Hessische Verfassung eine eindeutig antikapitalistische Grundposition. Artikel 38 räumt den demokratischen Mitwirkungsrechten, der sozialen Gerechtigkeit und den Lebensbedürfnissen der Menschen klaren Vorrang vor den Interessen der Kapitaleigner ein. Das Grundgesetz hat diese antikapitalistische Grundposition nicht übernommen. Aber es ist, wie auch das Bundesverfassungsgericht ausdrücklich festgestellt hat, wirtschaftspolitisch neutral. Es enthält auch die Vergesellschaftungsposition des Artikel 15 Grundgesetz, sodass danach auch eine sozialistische Wirtschaftsordnung verfassungsmäßig möglich wäre. Das ändert natürlich nichts daran, dass 60 Jahre Kapitalismus die Rechtsordnung der Bundesrepublik seit ihrer Gründung wesentlich geprägt haben. Die politischen Entscheidungen wurden zugunsten des Kapitals getroffen, aber das Grundgesetz macht sie nicht unumkehrbar. Artikel 15 des Grundgesetzes ist eine legale Grundlage für eine Überwindung der kapitalistischen Wirtschaftsordnung. Herr van Ooyen, kommen Sie zum Schluss. Ich komme zum Schluss, Herr Präsident. Wenn es heute jemand anspricht, dann werden wir lediglich auf die Todesstrafe angesprochen. Das ist aber nicht der Kern der Sache. Wenn wir eine neue, bessere Verfassung wollen, dann wird das eine Frage des politischen Kampfes sein. Dabei sollen wir alle versuchen entgegentreten, den neoliberalen Charakter bisheriger Vorschläge einzuarbeiten, abzugewehren. Wir sollten an die früheren Erkenntnisse der Verfassungsgründe anknüpfen, die schon einmal die Menschen dazu bewogen haben, über die Scheuklappen des Kapitalismus hinaus nachzudenken. Dafür werden wir uns in der Kommission auch einsetzen. Vielen Dank. Danke, Herr van Ooyen. Für die SPD-Fraktion hat sich Ihr Vorsitzender, Herr Schäfer-Gümbel, gemeldet. Herr Präsident, meine verehrten Kolleginnen und Kollegen! Zunächst will ich dort anschließen, wo auch mein Kollege Herr Boddenberg begonnen hat und am Ende eigentlich auch wieder geschlossen hat, nämlich bei dem Bekenntnis dazu, eine Verfassungsreform möglichst gemeinsam auf den Weg zu bringen. Deswegen will ich an der Stelle auch ausdrücklich sagen, dass wir nach intensiven Gesprächen, das kann man, glaube ich, nicht anders sagen, aus meiner Sicht am Ende einen runden Einsetzungsbeschluss zustande gebracht haben, der ausdrücklich viele Fragen offen lässt. Weil wir wissen, auch mit Blick auf die Beteiligung, die wir anstreben, die öffentliche wie auch die parlamentarische, wir eine Vielzahl von Fragen sicherlich im Laufe der nächsten zwei Jahre diskutieren werden, deren Ergebnis am Ende nicht heute feststeht. Sonst würde der Prozess auch keinen Sinn machen. Und deswegen meinerseits auch noch einmal ganz herzlichen Dank an die anderen Kolleginnen und Kollegen, einschließlich der LINKEN, die sich in den Vorgesprächen ja auch rege daran beteiligt haben, unabhängig von Einschätzungen, die es dazu gibt. Herr Boddenberg hat auch einige Bemerkungen zum Prozess gemacht, wie wir uns vorstellen. Auf der einen Seite die Enquetekommission als Sonderausschuss des Hessischen Landtags mit Unterstützung von Fachleuten aus den unterschiedlichsten Disziplinen, aber vor allem auch einem Teil, der sich an die Öffentlichkeit richtet. Im Rahmen von Schülerwettbewerben, in Fragen, Anfragen auch an Universitäten und Hochschulen, sich in diese Debatte einzumischen, aber auch alle anderen gesellschaftlichen Gruppen, weil, wenn wir über Verfassung reden, reden wir über die Grundlagen unseres Gesellschafts- und auch Staatssystems. Deswegen ist es richtig, dass das so geöffnet ist, um am Ende zu einem gemeinsamen Ergebnis zu kommen. Ich will dabei nicht verhehlen, dass wir uns gewünscht hätten, als sozialdemokratische Landtagsfraktion, diesen Prozess früher zu beginnen, um nach Möglichkeit mit der Bundestagswahl 2017 einen möglichen Volksentscheid zu einer neuen Verfassung abzuschließen, unter anderem, weil wir eine Idee davon hätten, auch das Staatsorganisationsrecht, also die Regeln, die sich mit der Frage beschäftigen, wie eigentlich arbeitet dieses Parlament, wie arbeitet die Regierung, wie arbeiten aber auch die verschiedenen Ebenen zusammen, anzupacken, und das schon in einer Form,
die möglicherweise Ausfluss auf die nächste Legislaturperiode ab dem Jahr 2019 hat und nicht erst dann möglicherweise ab 2024, wenn dann ein neuer Landtag gewählt würde. Das bedauern wir ausdrücklich. Das wird aber aus unserer Sicht, das räume ich ausdrücklich ein, fast nicht möglich sein. Es ist sehr unrealistisch, bei dem Programm, das sich die Enquetekommission vornehmen soll, ernsthaft bis zur Bundestagswahl 2017 einen Beschlusstext so vorzulegen, dass er parlamentarisch bearbeitet werden kann und anschließend dann auch noch sinnvoll in der Öffentlichkeit beraten werden kann, was zu Problemen führt, wenn man die Zeit dafür schlicht und einfach nicht hat. Wir bedauern auch ein Stück weit, aber ich glaube, dass zumindest das politische Verständnis dafür auf allen Seiten da ist, dass es anders als bei der letzten Verfassungsreform es nicht möglich war, eine wirklich klare und harte Ansage auch aus den Reihen der Regierungsfraktion zu bekommen. Ihr strukturelles Argument kann ich dabei nachvollziehen, dass wir entweder eine Verfassungsreform zusammen machen oder sie nicht machen. Das war damals die klare Aussage und Zusage von Dr. Jung, der seitens der damaligen Regierungsfraktionen die Verhandlungen geführt hat, um am Ende klarzumachen, dass wenn es in einer Verfassungsfrage, und zwar einer weitreichenden Verfassungsreform, nicht zu einem möglichen Konsens kommt, der weite Teile des Landtages abbildet, sie dann eben nicht zu machen. Das war übrigens der Grund, warum die Verfassungsreform beim letzten Mal gescheitert ist, weil es in einer sehr zentralen Frage, und Willi van Ooyen hat darauf ausdrücklich hingewiesen, eben zu keiner Verständigung gekommen ist. Das war in den Vorverhandlungen und Vorgesprächen nicht möglich. Das bedauern wir. Aber ich glaube, dass das politische Sensibilität auf allen Seiten dafür da ist. Damit will ich allerdings ein paar inhaltliche Bemerkungen machen, weil jenseits der vier Punkte, die Herr Boddenberg auch schon aufgeschrieben und erläutert hat, auch auf der Grundlage des Koalitionsvertrags von Schwarz-Grün, die zu überprüfen sind, aus unserer Sicht eine Reihe von weiteren Punkten dazukommen muss. Ich will mit dem Wichtigsten beginnen. Was ist das Besondere an der Hessischen Landesverfassung im Vergleich zu allen anderen Verfassungen im Bundesgebiet und auch noch einmal stärker akzentuiert als im Vergleich zum Grundgesetz? Dass es seine konsequent freiheitlich und soziale Ausrichtung. Die Hessische Verfassung ist die am stärksten akzentuierte in freiheitlichen Fragen und in Fragen des sozialen Ausgleichs. Und das Spannende für uns auch in dieser Debatte, und deswegen habe ich das an einer Stelle schon einmal mit einem konkreten Projekt unterlegt, ist, wie kriegen wir es eigentlich hin, die älteste Landesverfassung des Landes, der Republik, so zu modernisieren, dass sie nicht die Gefahr nimmt, die Willi van Ooyen hier beschrieben hat, sondern die versucht, diesen freiheitlich und sozialen Kern so zu modernisieren, dass er nicht nur historisch beschreibt, welche Themen es in der Vergangenheit gab, sondern wie wir es hinkriegen, eine Landesverfassung mit Wirkungsmächtigkeit zu bauen, die sagt, wie wir auch im Zeitalter der Globalisierung in völlig veränderten Rahmenbedingungen diesen Kern weiterentwickeln. Gibt es dazu überhaupt die Chance? Und wenn ja, in welcher Form? Deswegen haben wir darauf hingewiesen, dass beispielsweise bei der Frage der kostenfreien Bildung aus unserer Sicht nachzuarbeiten ist im Verfassungstext. Ich will das sagen, auch ausdrücklich in Würdigung, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nichts Unparlamentarisches sage, eines aus unserer Sicht nach wie vor ungewöhnlich überraschenden Ergebnisses einer Mehrheit des Staatsgerichtshofes zum Thema Studiengebühren. Dieses Urteil hat uns doch sehr überrascht angesichts des Textes, der vorliegt. Deswegen wird das eine der Fragen sein, die wir ganz dezidiert in die Gespräche auch dieser Verfassungsenquete einbringen. Ich will einen zweiten Punkt ansprechen, der uns an den Anfang unserer diesmaligen Plenarwoche bringt, den ich ebenfalls finde, es lohnt, in die Verhandlungen mit einzubringen.
nämlich die Übersetzung des weitreichendsten Integrationsversprechens, das je ein Politiker aus meiner Sicht abgegeben hat, nämlich der aus meiner Sicht nach wie vor wirkungsstärkste Ministerpräsident unseres Bundeslandes, Georg August Zinn, als er Anfang der 60er Jahre den denkwürdigen Satz formulierte, Hesse ist, wer Hesse sein will. Dieses Integrationsversprechen, das ja nun wirklich weitreichende Bedeutung hat, zu überlegen, wie wir dieses weitreichende Integrationsversprechen von Georg August Zinn in der hessischen Landesverfassung verankern können, jenseits der Punkte, wie gesagt, die aus dem Koalitionsvertrag herauskommen, fände ich eine sehr wichtige und auch spannende Aufgabe der Enquetekommission, um diese Aufgabe aus meiner Sicht zu erfüllen, wie man eigentlich die derzeitige Landesverfassung mit dem starken freiheitlichen Kern und dem starken sozialen Kern modernisiert. Das sind Fragen, die uns besonders beschäftigen, die wir einbringen werden. Wir werden sicherlich noch andere Fragen einbringen, die zu regeln sind. Wir wollen auch in der Enquete etwas tun, und das ist ja auch im Text verankert, was wir auch für notwendig halten, wenn wir über Verfassungen reden, nämlich zu überprüfen, welche Wirkung hatten eigentlich die Verfassungsveränderungen der letzten Jahre in der Wirklichkeit. Wenn wir über Staatsziele reden, wie beispielsweise den Sport oder die Kultur, welche Wirkung hat das denn in der Realität? Ist Sport, wenn es als Staatsziel beschrieben wird, weiterhin eine freiwillige Aufgabe oder nicht? Welche Auswirkungen hat das für konkrete Politik, für das Handeln aller staatlichen und kommunalen Ebenen? Oder ist es sozusagen etwas, was man als abstrakte Zielbeschreibung nennt, ohne wirkliche Wirkung? Ich glaube, dass wir aufpassen müssen, dass unsere Verfassung eben nicht einfach ein Text ist, an dessen Ende ein paar nette Sätze zusammengeschrieben sind, die aber in diesen Punkten überhaupt keine Wirkung entfalten. Deswegen geht es für uns. Ich komme zum Ende. Deswegen werden wir uns mit großem Engagement und sehr großer Ernsthaftigkeit in die Arbeit dieser Enquete bewegen. Wir freuen uns darauf, und wir hoffen, dass wir am Ende zu einem vernünftigen gemeinsamen Ergebnis kommen, das aus unserer Sicht, das will ich noch einmal am Ende unterstreichen, eines sein muss, das von der Breite dieses Landtags getragen werden wird, weil jeder Versuch, am Ende mit knappen Mehrheiten Verfassungsänderungen durchzusetzen, nicht nur in einer massiven öffentlichen Auseinandersetzung enden wird, sondern es wird am Ende auch im Scheitern einer solchen Verfassung enden. Und das kann in niemandes Interesse hier sein. Und in diesem Sinne werden wir uns auch an dieser Enquetekommission beteiligen. Herzlichen Dank, dass das am Ende möglich war, es gemeinsam auf den Weg zu bringen. Danke, Herr Schäfer-Gümbel. Für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN hat sich Herr Kaufmann zu Wort gemeldet. Meine sehr verehrten Damen und Herren, verehrter Kollege Schäfer-Gümbel, der Wunsch nach gemeinsamer Erarbeitung und dann hier auch einem gemeinsam zu beendenden politischen Prozess wird aus unserer Sicht sehr positiv begleitet und unterstrichen. Nur einer Illusion sollte man sich nicht hingeben. Sie erinnern sich, auch eine einstimmige Entscheidung dieses Landtags für eine Verfassungsänderung ist noch keine Garantie, dass anschließend das Volk es auch mitmacht. Insoweit kommt es immer auch auf die Qualität der Argumente an und das, was inhaltlich dann geändert werden soll, und wie diejenigen, die es haben wollen, in dem Fall war es ja das ganze Haus, dann auch gemeinsam mit dem Volk diskutiert, um eine entsprechende Entscheidung herbeizuführen. Ja, meine Damen und Herren, wir feiern dieses, nein, nicht dieses, aber im kommenden Jahr den 70. Geburtstag der Hessischen Verfassung. Und es ist bereits erwähnt worden, es ist die älteste noch geltende Landesverfassung in Deutschland. Und damit spiegelt sie den Geist und auch die Sprache der frühen Nachkriegszeit, also einer Zeit, die deutlich vor Inkrafttreten des Grundgesetzes lag, wider. Die Hessische Verfassung ist darüber hinaus, auch das wurde bereits erwähnt, kann aber durchaus noch einmal betont werden, eine sehr stabile Verfassung. Lediglich fünfmal wurde sie in 70 Jahren geändert. Das jüngere Grundgesetz hat bereits 60 Änderungen hinter sich.
Ein gewisser musealer Charakter mancher Formulierung im Verfassungstext ist deshalb kaum zu leugnen, bedeutet damit aber noch lange keinen Qualitätsmangel. Das Alter der Hessischen Verfassung bedeutet also keineswegs, dass die Hessische Verfassung nichts mehr taugen würde. Ganz im Gegenteil. Sie definiert als echte Vollverfassung umfassende Regelungen der Staatsorganisation ebenso wie Grundrechte und Staatsziele. Diese breite Anlage ist auch im Vergleich zu manch anderer deutschen Länderverfassung ein Merkmal, das wir nach unserer Auffassung auf jeden Fall bewahren wollen. Der mit dem Verfassungskonvent heute beginnende Prozess hat aus unserer Sicht deswegen keineswegs die Vorgabe, etwa die Verfassung auf das unabweisbar Notwendige einzudampfen und was manche unter Modernisierung verstehen mögen, sondern wir wollen vielmehr eine den traditionellen Werten unserer sozialen Demokratie verpflichtete Grundlage der gesellschaftlichen Entwicklung in Hessen mit der überarbeiteten Verfassung schaffen, die wiederum das Zeug hat, für Jahrzehnte eine stabile Grundlage unserer Staatsordnung zu bilden. Meine Damen und Herren, im Rahmen eines Verfassungskonvents wollen wir, so haben wir es in der Koalition vereinbart, aufbauend auf den Ergebnissen der Enquetekommission Verfassungsreform 2005, gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern in Hessen einen Dialog über eine moderne Verfassung für das Land beginnen. Wir streben im Rahmen des Verfassungskonvents also an, eine zeitgemäße Verfassung auf breitem Konsens zu erarbeiten, die die Tradition der hessischen Verfassung bewahrt. Und wenn man den breiten Konsens mit den Bürgerinnen und Bürgern sucht, verehrter Kollege Schäfer-Gümbel, dann wäre es vielleicht nicht so clever, von einem Konsenswunsch hier im Hause schon von vornherein abzusehen. Ganz im Gegenteil. Es ist sicherlich für die Konsensbildung insgesamt auch ein Vorteil, wenn wir uns hier breit einig werden könnten. Darüber hinaus haben wir ja im Koalitionsvertrag von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN verabredet, einige Punkte verändern zu wollen und hierzu Vorschläge gemacht, die ja auch gemeinsam in dem Antrag aufgenommen sind. Ich nenne die Verankerung des Staatsziels Ehrenamt, die Abschaffung der Todesstrafe, die Erleichterung bei den Voraussetzungen und Rahmenbedingungen für Volksbegehren und Volksentscheiden und eine Überprüfung des passiven Wahlalters zum Landtag. Überprüfung, das ist der Punkt, Sie erinnern sich, wo wir uns schon einmal, wenn man das so sagen darf, die Finger verbrannt haben gegenüber dem Volk, was damals abgelehnt wurde. Diese vier Punkte, die auch im gemeinsamen Antrag, ich sagte es bereits, ausdrücklich genannt sind, und das will ich herausstreichen, sind aber keineswegs eine abschließende Aufzählung. Da lege ich Wert drauf. Sie sind eher Markierungen, an welchen Stellen wir bereits jetzt gemeinsam Handlungsbedarf sehen. Und darüber hinaus hat jeder bestimmt sehr viel Zusätzliches einzubringen. Wir haben es gerade gehört vom Kollegen Schäfer-Gümbel. Sie werden von mir auch noch etwas hören in dieser Richtung. Meine Damen und Herren, wie Sie merken, bei den Punkten, die bisher genannt sind, steht eine Verkleinerung des oft beklagten großen Abstandes der Bürgerinnen und Bürger von den politischen Entscheidungen durchaus auf der Agenda. Und genau deshalb, um diesen Abstand zu verkleinern, wollen wir ja auch den gesamten Prozess der Überarbeitung der Verfassung ebenfalls auf eine breite Basis stellen und möglichst viele Menschen ansprechen und mitnehmen und auch mitsprechen lassen. Vorschläge aus der Bevölkerung sollen in den Prozess einfließen können, und es soll in jedem Regierungsbezirk, das steht ja auch in unserem gemeinsamen Antrag, mindestens ein Bürgerforum veranstaltet werden. Die Enquetekommission wird ein Beratungsgremium Zivilgesellschaft benennen, in dem die Vielfalt der gesellschaftlichen Akteure vertreten sein soll. Wir werden mit Schulen und Universitäten zusammenarbeiten, um auch ganz viele junge Menschen mit guten Ideen einzubinden. Gerade das ist für eine zukunftsweisende Arbeit ja wichtig und richtig. Meine Damen und Herren, Sie erinnern sich, die fehlende breite öffentliche Beteiligung war einer der Kritikpunkte an der Arbeit der Enquetekommission zur Reform der Verfassung, die im Jahre 2003 eingesetzt und im Jahre 2005 ihre Arbeit beendet hatte. Wie wir wissen, endete sie trotz vieler guter Vorschläge am Ende wenig glücklich. Der heute zu beschließende gemeinsame Antrag von vier Fraktionen gibt desungeachtet aber zu Zuversicht Anlass, dass es diesmal nicht so ausgeht, wenn wir uns alle an die heute in dieser Debatte an das Bekundete auch tatsächlich halten und halten werden. Und das wünsche ich mir. Meine Damen und Herren,
Wenn wir eine breite Mitwirkung anstreben, wäre es natürlich widersinnig, von vornherein Einschränkungen machen zu wollen oder gar die Richtung der Vorschläge vorgeben zu wollen. Das wollen wir nicht. Was Vorschläge im Rahmen der Verfassungsdiskussion angeht, herrscht auf unserer Seite völlige Offenheit. Dennoch nutze ich die Gelegenheit, um aus meiner Sicht drei Themenbereiche anzusprechen, von denen ich mir gut vorstellen könnte, dass sie verfassungsrechtliche Ergänzungen oder Neuformulierungen gut gebrauchen könnten. Zunächst stimme ich mit Frau Prof. Saksowski überein, dass der Grundrechtsteil der Hessischen Verfassung weit umfangreicher ist als der des Grundgesetzes. Denn, der Kollege Schäfer-Gümbel wies bereits auch darauf hin, neben den primär abwehrrechtlich konzipierten liberalen Grundrechten enthält die Hessische Verfassung einen umfassenden gesellschaftsgestaltenden Teil mit Staatszielen und sozialen Grundrechten. Hierher gehörte dann auch eine mögliche Ergänzung unter dem Stichwort Ehrenamt. Was den sozialen Grundrechtskatalog angeht, und das wäre jetzt der erste meiner Wünsche, hoffe ich darüber hinaus, dass es uns gelingt, hier die Entwicklung der vergangenen 70 Jahre zu reflektieren und ein modernes Sozialstaatsverständnis abzubilden, das wahrscheinlich, ja fast gewiss, ein anderes ist als im ersten Jahr nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber um kein Missverständnis aufkommen zu lassen, es geht hierbei nicht um Entrümpeln oder gar um Ausmisten, sondern um eine Weiterentwicklung im Hinblick auf die gegenwärtige Lebens- und Arbeitswelt. Und so ähnlich habe ich Sie, Kollege Schäfer-Gümbel, auch verstanden. Ein weiterer Wunsch meinerseits für die Verfassungsdebatte wäre die Reflexion unserer heutigen Wissens- und Bildungsgesellschaft im Hinblick auf ihre verfassungsrechtlichen Gestaltungsrahmen, wobei hier die in der Hessischen Verfassung formulierten Grundsätze gewiss weiterhin Gültigkeit beanspruchen können. Die Frage ist, muss man sie verdeutlichen oder ergänzen? Und schließlich, meine Damen und Herren, ist es für einen grünen Politiker selbstverständlich, dass er sich wünscht, dass das Thema Nachhaltigkeit als Gebot staatlichen Handelns in seiner Verfassung möglichst wirkungsmächtig vorzufinden. Auch dies könnte ein Thema für den Verfassungskonvent sein. Meine Damen und Herren, Sie sehen und hören, es ist viel zu tun. Deshalb ziehe ich für heute das Fazit. Ich wünsche mir, kurz vor Weihnachten darf man Wünsche äußern, ich wünsche mir, dass wir den 75. Geburtstag mit einer überarbeiteten Hessischen Verfassung feiern können, die ihre demokratische und soziale Tradition ebenso deutlich macht, wie sie den aktuellen gesellschaftlichen Verhältnissen im 21. Jahrhundert Gestalt und Perspektive geben kann. Und genau daran wollen wir mit unseren Kolleginnen und Kollegen hier im Landtag und mit möglichst vielen Menschen in Hessen arbeiten. Vielen Dank. Danke, Herr Kaufmann. Für die FDP-Fraktion erteile ich Herrn Dr. H.C. Hahn das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Freien Demokraten hier in diesem Hause, aber auch ich ganz persönlich bin sehr froh darüber, dass wir als Hessischer Landtag einen neuen Anlauf nehmen, uns an die Reform unserer Hessischen Verfassung zu machen. Unsere Hessische Verfassung ist etwas ganz Besonderes. Sie wurde noch deutlich vor dem Grundgesetz erarbeitet. Sie wurde sehr kurz nach der Befreiung aus der Hitlerdiktatur am 1. Dezember 1946 verabschiedet. Unsere Hessische Verfassung ist etwas Unverwechselbares. Es ist auch, ich sage bewusst auch, ein einmaliges Dokument der Geschichte von vor 70 Jahren. Verfassungen, liebe Kolleginnen und Kollegen, da bin ich vollkommen anderer Auffassung, als Herr van Ooyen eben vorgetragen hat, hat nichts mit Machtkampf zu tun, sondern hat etwas damit zu tun, dass die Wertegrundlage, die in einer Gesellschaft vorhanden ist, durch zentrale Rechtsaussagen, durch zentrale Aussagen über die Staatsorganisation und durch zentrale Aussagen über das Verhältnis der Staatsorganisationen untereinander abgebildet wird. Aus diesem Grunde diskutieren wir ja nicht nur
im Jahre 2003 und 2005, sondern immer, immer wieder in diesem Hause über eine Veränderung, eine Reform der Hessischen Verfassung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, wir werden uns in der Kommission neben der vielen Mühe, die Sie zu Recht alle meine Vorredner mit ein wenig Ausnahme von Herrn van Ooyen beschrieben haben, wir werden irgendwann einmal an den Punkt kommen, wo wir, ich nehme das Wort bewusst von Herrn Kaufmann eben auf, die Frage uns stellen müssen, ist das noch eine Aufarbeitung der alten Verfassung oder, Ihr Wort war eben, ist das eine Entrümpelung? Oder andersrum formuliert, es gab eine sehr polemische Debatte in dem Hause, als es noch anders gebaut war, zwischen dem damaligen SPD-Fraktionsvorsitzenden Armin Klaus und mir, in dem wir genau diesen Punkt, ich sage bewusst polemisch, herausgearbeitet haben, er sehr deutlich in viel, viel dezidierteren ideologisch verarbeiteten Worten das Vortrug, was Sie jetzt als einer seiner Nachfolger hier auch vorgetragen, Herr Schäfer-Gümbel, das ist das Symbol der sozialen Errungenschaften nach dem Zweiten Weltkrieg. Und daraufhin habe ich in genau derselben, wir vertragen uns, wie Sie wissen, Polemik geantwortet. Lieber Kollege Klaus, wenn das wirklich so ist, wie Sie sagen, dann gehört diese Verfassung in eine Glasvitrine und darf nicht nur in der Staatskanzlei, sondern auch im Hessischen Landtag und in allen Museen als das dann ausgestattet, ausgestellt werden, was Sie beschrieben haben. Ich glaube, Sie verstehen, was ich damit sagen will. Es ist ein ganz, ganz enger Grat, eine Verfassung wie unsere auf das Jahr 2015, 2020, 2025 zu transferieren. Die Ideen waren damals andere. Und ich will ja keine Partei in diesem, keine Fraktion in diesem Hause ärgern, aber das war die Zeit, da hatte die Union noch das Ahlener Programm. Ein bisschen eine witzige Sache wäre jetzt, ich habe das Gefühl, die Union ist unter Frau Merkel wieder auf dem Weg dorthin. Aber wir wollten hier eine sachliche Diskussion führen. Also eine Zeit, in der andere Lebensstrukturen, und zwar notgedrungen aus der Situation, die die Menschen vorher erlebt haben, gekommen sind. Jetzt verstehen Sie mich bitte, verstehen Sie uns Freie Demokraten, liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte nicht falsch. Wir reden nicht gegen den Inhalt dieser Verfassung. Sie ist einmalig. Und sie hat eine Grundlage gestellt für die Entwicklung dieses Landes. Und Georg August Zinn ist ja auch hier als derjenige zitiert worden, der übrigens nicht nur lange Ministerpräsident, sondern fast genauso lange Justizminister dieses Landes gewesen ist. Ich bitte uns deshalb, dass wir das mit einer großen Gelassenheit diskutieren. Denn eines, liebe Kolleginnen und Kollegen, sollten wir uns abgewöhnen. Die Hessen können sich nicht immer damit zufrieden geben, dass Bundesrecht Landesrecht bricht. Ich finde, das ist eine passive Einstellung. Das ist eine Einstellung, da macht einer was mit uns. Ja, wir können, und das war übrigens der Auslöser der Debatte. Mein ältester Sohn war damals 14, 15 im Gymnasium, Todesstrafe, kommt nach Hause und sagt, Vater, du sitzt doch im Landtag, mach mal was dagegen. Und es entspannt sich dann diese Diskussion auf einmal zwischen Armin Klaus und mir. Und dann zu antworten, bupp, alles nicht schlimm, Bundesrecht bricht Landesrecht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dafür sind wir Hessen viel zu selbstbewusst. Und dafür ist auch dieser Hessische Landtag viel zu selbstbewusst, als dass wir bei den kritischen Dingen, und die Todesstrafe ist natürlich, weil das Bundesrecht Landesrecht bricht, nichts mehr wert in der Verfassung. Und trotzdem ist es eine symbolhafte Diskussion, die wir damit immer wieder führen müssen, und zwar insbesondere mit Schülerinnen und Schülern führen müssen, die unsere Verfassung Gott sei Dank in unseren Schulen noch oder immer wieder mehr gelehrt bekommen. Lassen Sie mich deshalb zum Abschluss sagen, ich freue mich auf die Diskussion, ich freue mich auch auf die wissenschaftliche Auseinandersetzung und auch auf die intellektuelle Auseinandersetzung, auch mit Ihnen, Herr van Ooyen, oder mit dem Vertreter der LINKEN. Ich weiß nicht, wer in die Kommission kommen wird. Ich bestreite mit allem Nachdruck den Satz, dass ein sozialistisches Wirtschaftssystem mit dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland vereinbar ist. Nach meiner Auffassung schließt sich das aus. Es schließt sich das aus.
Es steht zum Beispiel in einer Reihe von Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts. Aber es steht, und deshalb, ich freue mich ja auf die intellektuelle Diskussion. Wo steht das? Ist eine platte Diskussion. Ich freue mich auf die intellektuelle Diskussion. Und da sage ich, soziale Marktwirtschaft und Rechtsstaat und Demokratie bedingen sich miteinander. Entweder habe ich Rechtsstaat und Demokratie, dann habe ich eine soziale Marktwirtschaft oder nicht. Das sind die zwei Seiten ein und derselben Medaille. Aber es wird Spaß machen, darüber sich zu unterhalten. Und ich darf Ihnen nur sagen, Sie wissen ja, dass die FDP-Fraktion mich als ihren Vertreter benannt hat. Ich mache das unheimlich gerne in der Folge von Dieter Posch. Für uns ist das Eigentum ein ganz besonders zentraler Kernpunkt. Das will ich hier sehr, sehr deutlich sagen. Neben den Grundrechten, die in der Hessischen Verfassung besser formuliert sind als im Grundgesetz, da werden wir darum kämpfen, werden wir uns bei dem Thema Eigentum, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr stark daran orientieren, dass dieses eine der Grundlagen unserer Demokratie, unseres Rechtsstaates und der sozialen Marktwirtschaft ist. Was nicht heißt, dass Eigentum verpflichtet. Das haben wir im Grundgesetz hier alles schon diskutiert und nachgelesen. Deshalb lassen Sie mich etwas früher, als die Zeit es notwendig macht, enden mit der Feststellung, der Start dieser Kommission schien erst ganz schlecht. Er schien deshalb erst ganz schlecht, weil zwei Fraktionen, zwei Parteien in einem Koalitionsvertrag dazu eine Aussage gemacht hat und wir ja jeden Tag in diesem Plenum vorgebetet bekommen. Ein Kollege sagte heute die Bibel, dass in der Bibel von CDU und Grünen drinsteht, es muss eine Verfassungsänderung geben. Ich hatte große Bedenken, dass dieses schon wieder ein schlechter Start für eine Novellierung ist. Ich bin aber sehr dankbar, dass die Fraktionsvorsitzenden von CDU und von den Grünen auf ihre Kollegin zugegangen sind und sie in das Verfahren mit eingebunden haben, sodass wir nunmehr einen gemeinsamen Start wagen müssen, wagen können, aber bitte jeder mit Lockerheit im Herzen und Lockerheit auch ein bisschen in der Argumentation. Wer jetzt schon Fehler einrammt, da kann ich nur sagen, meine sehr verehrten Damen und Herren, der schadet unserer Kultur in diesem Lande. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Für die Landesregierung spricht Herr Staatsminister Wintermeyer. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Unsere am 1. Dezember 1946 in Kraft getretene Verfassung ist, wie ja hier schon betont wurde, nicht nur die älteste noch heute befindliche Landesverfassung in der Bundesrepublik Deutschland. Sie ist mit ihren inzwischen 8 Verfassungsänderungen immer noch die am seltensten geänderte Verfassung der alten Bundesländer. Als Reaktion auf die Erfahrungen der Weimarer Republik und die totalitäre nationalsozialistische Gewaltherrschaft ist sie ein herausragendes Dokument. Sie spiegelt die besondere historische und identitätsstiftende Bedeutung der Verfassung für unser Bundesland und seine Bürgerinnen und Bürger wider. Ist die Verfassung unseres Landes noch zeitgemäß? Ist sie noch modern? Und darf oder muss oder soll eine Verfassung überhaupt modern sein? In ihrer weiterleitenden und ihrer wertleitenden Funktion, so meine ich, hat unsere Verfassung unseres Bundeslandes auch vor dem Hintergrund aktueller Bedrohungen, z.B. durch den islamistischen Terror oder der außerordentlichen Herausforderungen, die mit der Integration schutzsuchender Menschen verbunden ist, nichts an Bedeutung verloren. Wesentliche Prinzipien des Grundgesetzes trägt auch sie, wie den Gleichheitsgrundsatz, die Freiheit des Einzelnen, Meinungsfreiheit und das Recht auf freie Religionsausübung. Der Grund für die große Beständigkeit der Hessischen Verfassung liegt sicher nicht nur in der hohen Hürde, die der Verfassungsgeber mit der nach Artikel 123 Hessische Verfassung für jede Änderung erforderliche Volksabstimmung errichtet hat. Die Beständigkeit dürfte auch darauf zurückzuführen sein, dass sich die Hessische Verfassung als vitaler Ausdruck der Eigenstaatlichkeit unseres Bundeslandes im Hinblick auf die Gewährleistung eines stabilen, demokratischen und freiheitssichernden Gemeinwesens bewährt hat.
Damit, meine Damen und Herren, hat sie auch maßgeblich zur politischen und sozialen Integration in unserem Land beigetragen. Meine Damen und Herren, unverkennbar ist aber auch, dass der verfassungsändernde Gesetzgeber mit den bisherigen Einzeländerungen der Hessischen Verfassung dem rechtlichen, dem wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandel seit 1946 nur unzureichend Rechnung getragen hat. Eine Vielzahl von Regelungen der Hessischen Verfassung, wie etwa die Todesstrafe oder das Aussperrungsverbot, haben mit dem später erlassenen Grundgesetz oder sonstigen Bundesgesetzen nach dem Grundsatz, er wurde schon erwähnt, Bundesrecht bricht Landesrecht, ganz oder teilweise ihre Wirkung verloren, auch wenn sie für den professionellen Rechtsanwender, damit auch unseren Staatsgerichtshof, keine ernsthaften Anwendungsprobleme aufwerfen. Dennoch kann die formale Aufrechterhaltung unwirksamer Verfassungsnormen doch das Vertrauen in die Verlässlichkeit und die Glaubwürdigkeit unserer Verfassung infrage stellen. Das juristische Kuriosum der Todesstrafe kennt fast jeder. Auch heute im Hessischen Rundfunk und der hessenschau.de ist das Erste, was da steht, Todesstrafe. Aber nur die wenigsten verstehen es. Meine Damen und Herren, so wird die heute durch das Parlament einzusetzende Enquetekommission vor der Frage stehen, in welcher Intensität die Verfassungsreform in Angriff genommen werden soll. Beschränkt auf eine Bereinigung unter weitgehender Wahrung und Erhaltung des historischen Verfassungstextes, punktuelle Aufhebung und Anpassung einzelner Bestimmungen, die aufgrund des Verhältnisses des Landesverfassungsgerichts zum Bundesrecht durch Zeitablauf oder aus sonstigen Gründen obsolet geworden sind, oder eine Gesamt- oder Totalrevision unserer Verfassung. Aber auch hier gibt es schon mahnende Stimmen, die die Zulässigkeit im Rahmen einer Verfassungsänderung nach 123 Absatz 1 unserer Hessischen Verfassung infrage stellen. Zwar enthält der Einsetzungsantrag den ambitionierten Auftrag, die Hessische Verfassung in ihrer Gesamtheit zu überarbeiten und hierzu dem Landtag einen beratungs- und beschlussfähigen Gesetzesvorschlag zu unterbreiten. Die gleichzeitige Bezugnahme auf den Bericht der Verfassungsenquete 2005 und der Hinweis, dass die bisherige Verfassung organisatorisch, sprachlich und dem Geiste nach den Rahmen für die angestrebte Verfassungsänderung bilden soll, eröffnet dem Verfassungskonvent aber auch die Möglichkeit, sich auf eine Bereinigung oder Teilrevision der bisherigen Verfassung zu beschränken. Meine Damen und Herren, als mit der Verfassungsenquete 2005 der erste Anlauf für eine umfassende Verfassungsreform genommen wurde, beging unser Bundesland gerade seinen 60. Geburtstag. Heute, nachdem wir inzwischen am 19. September diesen Jahres bereits den 70. Jahrestag der Proklamation des Landes Hessens gedenken konnten, wird die Verfassungsreform als Gedanke wieder aufgegriffen. Die Erwartungen, meine Damen und Herren, der interessierten Öffentlichkeit und des Fachpublikums an einen erfolgreichen Abschluss einer zeitgemäßen Überarbeitung unserer Verfassung sind in dem vorgenannten Zeitraum sicher nicht kleiner geworden. Die Enquetekommission 2005 unter dem damaligen Vizepräsidenten Lothar Quanz, der ich als damaliger Obmann der CDU-Fraktion angehören durfte, hatte seinerzeit unter rechtswissenschaftlicher Begleitung nach einer aufwendigen und mühevollen Diskussion intensiv um das Zustandekommen eines Kompromissvorschlages für eine Verfassungsänderung gerungen. Dieser wurde am Ende immerhin von 3 der 4 seinerzeit im Landtag vertretenen Parteien mitgetragen. Es ist deshalb sehr zu begrüßen, dass die neue Verfassungsenquete nach dem Einsetzungsauftrag auf den Erfahrungen und umfangreichen Vorarbeiten ihrer Vorgängerin aufbauen soll, ohne an ihre Vorschläge gebunden zu sein. Dieses Vorgehen, meine Damen und Herren, dürfte sich mit Blick auf die äußerst schwierigen – und das ist mir noch sehr gut in Erinnerung – verfassungsrechtlichen Fragen sicherlich ein richtiger Weg sein. In Anbetracht der integrativen und wertevermittelnden Funktionen der Verfassung begrüßt die Landesregierung, dass der Verfassungskonvent mit der Einbindung von Schulen und Hochschulen,
Der Benennung eines Beratungsgremiums Zivilgesellschaft, so wie es im Einsetzungsantrag steht, und der Veranstaltung mindestens eines Bürgerforums in jedem Regierungsbezirk auf einen breiten politischen Diskurs mit den hessischen Bürgerinnen und Bürgern angelegt ist. Möge, und ich sei mir gestattet, dieser Diskurs auch vor dem Hintergrund aktueller Herausforderungen dazu beitragen, dass sich möglichst viele Menschen in unserem Land der grundlegenden Werte unserer freiheitlich-demokratischen Gesellschaftsordnung, ihrer historischen Wurzeln und ihrer Bedeutung für unser zukünftiges Zusammenleben und das Wohlergehen jedes Einzelnen in unserem Land bewusst werden. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Landesregierung begrüßt es, dass sich alle im Hessischen Landtag vertretenen Parteien, die bereits Regierungsverantwortung für unser Land wahrgenommen haben, auf die Einsetzung einer Enquetekommission verständigt haben. Der Landtag unterstreicht damit, welche außerordentliche Bedeutung er dem Vorhaben einer zukunftsfähigen Gestaltung unserer Verfassung beimisst. Der Einsetzungsantrag sieht vor, dass eine Vertreterin oder ein Vertreter der Landesregierung dieser Enquetekommission mit beratender Stimme angehört. Ich darf Ihnen versichern, dass die Landesregierung die für die Zukunft unseres Gemeinwesens außerordentlich wichtige Arbeit der Enquetekommission nach besten Kräften unterstützen und vor allen Dingen konstruktiv begleiten wird. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Wir kommen dann zur Abstimmung. Und ich lasse zunächst abstimmen über den Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE, Drucksache 19/2982. Wer diesem Antrag zustimmt, bitte das Handzeichen. Das ist die Fraktion DIE LINKE. Gegenstimmen. Das ist der Rest des Hauses. Damit ist dieser Änderungsantrag abgelehnt. Und ich komme zur Abstimmung des Antrags. Bitte? Entschuldigung, also die Gegenstimmen von Fraktion der LINKEN und Kollegin Öztürk. Nun rufe ich zur Abstimmung den Antrag der Fraktionen der CDU, der SPD, Bündnis 90 die Grünen und der FDP betreffend Einsetzung einer Enquetekommission Verfassungskonvent zur Änderung der Verfassung des Landes Hessen, Drucksache 19/2966 auf. Wer ist dafür? Das sind die Fraktionen CDU, FDP, Bündnis 90 die Grünen und SPD und Kollegin Öztürk. Wer ist dagegen? Das ist die Fraktion der LINKEN. Damit ist der Antrag Drucksache 19/2966 angenommen und die Enquetekommission ist eingesetzt. Etwas verspätet, aber